Wochen der extremen Hitze und Trockenheit liegen hinter uns. Regen gab es noch keinen. Das hier ist der Rasen aktuell. Der Großteil des Blumenkohls ist zusammengefault, konnte nicht mal Köpfe ansetzen. Wir hatten im Juli Temperaturen jenseits von 35 Grad bis hin zu 40, stellenweise sogar über 40. Der wurde jetzt komplett abgeräumt und ich habe Herbstrüben nachgesät. Die werden jetzt noch schön was. Auch beim Rotkohl gibt es erste Ausfälle, aber der hält noch halbwegs durch. Brokkoli könnte ebenfalls besser aussehen. Da merkt man an den Blättern die starke Hitze. Ja, die brennt es richtig durch. Ja, das hatte ich bisher auch noch in keinem Jahr. Vom Superschmelz war ungefähr etwas mehr als die Hälfte brauchbar. Wurde jetzt auch komplett entfernt, weil immer mehr kaputt ging und faulte. Beim Romanesco genau dasselbe, alles zusammengefault, nichts angesetzt. Zwei so arme Pflanzen stehen noch. Das andere hier ist Rosenkohl. Gut zurecht kamen die Chilis. Der milde Spiral, der wächst wie verrückt. Beziehungsweise im Endeffekt wachsen eigentlich alle Sorten sehr gut. Auch hier ein Strauch milder Spiral. Ja, die fühlen sich wirklich wohl. Paprika konnte man übers Gießen einigermaßen retten. Hier beispielsweise die Snack-Paprika Sweet Chili, die ist dick und dick bepackt. Auch hier bei der Albarega sieht es noch ganz in Ordnung aus. Also der Großteil der Schoten hat überlebt, es gab aber auch einige mit Hitzefäulnis. Wir hoffen jetzt einfach mal auf kühlere Temperaturen in der nächsten Zeit. Im Bereich des Weißkohls musste auch schon einiges geerntet werden. Auch da gab es Fäulnis, man sieht auch hier an den Blättern einfach die Schäden von der Hitze. Bei den Freilandtomaten liefern vor allem die kleineren Sorten. Aber auch da werden die Tomaten nicht ganz so groß, wie man es eigentlich gewohnt ist. Stark merkt man es bei den größeren Sorten, da ist hier Feuerwerk. Die ist normalerweise doppelt so groß. Indigo Apple in diesem Bereich könnte auch etwas besser sein. Insgesamt aber ganz akzeptabel. Aber auch die halten eben nur über das ganze Gießen durch. Wenig überraschend auch, dass es den Wirsing brutzelt. Man sieht überall hier diese bräunlichen Blätter. Und auch den Topinambur, dort ist richtig aus. Also seit August stirbt der eigentlich munter vor sich hin. Die ganzen Blätter trocknen weg. Bei den Tomaten im Folienhäuschen wird jetzt dann kräftig geerntet. Das wird dann vermutlich auch der letzte Ernteschwung in diesem Jahr, weil einfach die Temperaturen viel zu hoch sind. Hier im Außenbereich, da sind es jetzt mittlerweile über Wochen immer um die 40 Grad. Das geht irgendwie noch so halbwegs. Aber im Häuschen staut sich natürlich die Hitze und dann verbrennt es einfach die Tomatenpflanzen. Hatten wir auch noch nie. Und die Saison geht damit viel zu früh zu Ende. Ja, im Vergleich dazu der vordere Außenbereich, hier mit den kleineren Tomaten, da sieht es natürlich deutlich besser aus. Aber auch hier hatten die Pflanzen stellenweise schon ordentlich zu kämpfen. Dazu der fehlende Regen seit eigentlich Juni schon und damit absolut kein Tomatenjahr bei uns. Ganz akzeptabel machen sich die Karotten, die kommen nächste Woche raus. Aber auch da immer wieder Trockenschäden bzw. Hitzeschäden im Kraut. Auch die Sapomira-Kartoffel macht in diesem Jahr einen wenig spaßigen Eindruck. Normalerweise ist die ja um diese Zeit so 1,5 Meter hoch, schön saftig grün. Die kippt mir jetzt zusammen, die Blätter werden braun, es ist gar nicht viel Grün vorhanden. Aber es ist ja auch alles staubtrocken, wenn man Kartoffeln rausholt, meist Golfballgröße. Auch Gurken gab es wieder, hier aus dem Mais-, Gurken-, Bohnen-, Kartoffelbereich. Hier der Okerdamm, auch der könnte besser aussehen. Er kippt jetzt auseinander, was er prinzipiell jedes Jahr macht, hat aber dann mehr Angriffsfläche für die Sonne und trocknet dann einfach weg. Die selbstgezogenen Birnbäume, die stehen schattig unter einem kleinen Zwetschgenbaum und kommen deswegen ganz gut durch. Die Buschbohnen sind vertrocknet und haben auch nicht mehr wirklich was abgeworfen die letzten Wochen. Leider genauso die Stangenbohnen. Die sind ziemlich vertrocknet und konnten kaum Ertrag liefern. In dem einen oder anderen Beet wird jetzt noch mal was nachgesät, in der Hoffnung, dass der Herbst besser wird. Aber auch jüngerer Kohl und Salat, die könnten deutlich besser aussehen. Gut macht sich die Okra-Pflanze im Topf. Die hat jetzt ordentlich an Blattmasse zugelegt und auch Schoten werden angesetzt. Also das könnte in diesem Jahr wirklich was werden. Beim Wein wiederum sieht es ganz gut aus. Der kam einigermaßen durch. Aber da sind die Trauben natürlich auch sehr, sehr klein. Also im letzten Jahr waren die deutlich größer. Aber immerhin gibt es da was zu ernten, auch wenn es dann kleiner ausfällt. Den Abschluss bilden dann noch die Himbeeren. Auch da geht sich überhaupt nichts mehr. Die sind seit Wochen eigentlich nur noch am Vertrocknen. Man bekommt auch nicht mehr wirklich Wasser in den Boden. Es bringt also auch gar nichts, die irgendwie noch zu gießen. Und mit diesem traurigen Bild beenden wir den Gartenrundgang im August, der in diesem Jahr von maximaler Trockenheit und maximaler Hitze geprägt ist.